So Leute, da sind wir beim nächsten Deck Tag und ich habe diesmal was richtig cooles für euch und zwar ein Mono Red Agro Topter. Mega cooles Deck, habe ich gefunden beim Kartenladen Hamburg. Die haben das gestreamt und auf YouTube hochgeladen und dementsprechend steht das Video, wenn ihr ein Gameplay dazu sehen wollt. Und ansonsten müsste auf diesem Channel auch ein bisschen was an Gameplay dazu kommen oder schon da sein. Wahrscheinlich ist es schon da. Und dementsprechend gucken wir uns das Deck mal an. Ich liebe das Deck. Ich finde das Deck großartig und bin so glücklich, damit spielen zu können. Es macht mega Spaß. Wir haben zuallererst 4 Goblin Welder. Goblin Welder ist ein Einmanner 1-1er Goblin Artefakter und der sagt, tappen, wir wählen ein Artefakt, das ein Spieler kontrolliert und also wir targeten und targeten dann ein Artefakt in dem Friedhof dieses Spielers und wenn beide immer noch legale Targets sind, wenn dieser Effekt resolved, dann werden gleichzeitig das Artefakt vom Feld geopfert. Und das Artefakt aus dem Friedhof kommt ins Spiel. Wir traden sozusagen die beiden Artefakte. Wir tauschen die aus. Was Hammer ist. Also es ist wirklich Hammer. Es ist eine mega coole Karte. Und damit können wir richtig viel Shenanigans machen. Deswegen, ich liebe diese Karte. Und das war so eine der Hauptkarten, warum ich mir dieses Deck gebaut habe. Dann haben wir Modern Horizons 2 Karten. Weil ohne Modern Horizons 2 Karten ist kein Deck gut. Wir haben die Brayer Apprentice. 3 Mana 2-3. Wenn sie ins Spiel kommen, kriegen wir einen 1-1 farblosen Topter. Artefakt, Kreaturen, Spielstand mit Token. Natürlich mit fliegend. Wir können die tappen, einen Artefakt opfern und dann eins von beiden machen. Wir können entweder die oberste Karte unseres Decks exilen und können sie bis zum nächsten Zug, bis zum Ende des nächsten Zugs spielen. Damit können wir zum Beispiel auch Länder spielen, weil sie Play sind. Oder eine Kreatur kann +2/+0 bekommen, was auch ziemlich mächtig sein kann, gerade wenn wir ein bisschen Damage haben, um den durchzuführen. Und ja, ins Gesicht. Wir spielen ein Agro-Deck und dementsprechend ganz cool. Wichtig, sie ist auch eine Artefakt-Kreatur. Das kann wichtig sein, weil sie sich zum Beispiel auch selber damit opfern kann. Dann haben wir, weil wir spielen ein Topter-Deck, den besten Topter seit Antiquities, glaube ich, Antiquities. Ornithopter. Ornithopter, der oder auch der Hornithopter, 0 Mana 02 fliegend. Topter, ja, muss ich nichts zu sagen, wird mittlerweile im Legacy rauf und runter gespielt. Nicht nur in Indias, sondern auch in vielen anderen Decks. Retrofitter Foundry macht's möglich. Und dann haben wir noch einen vierten Topter, und zwar Hope of Girafu, Girapur. Ein Mana 1-1 fliegend, wir können den opfern und bis zu eurem nächsten Zug kann ein Spieler, der von ihm Schaden zugefügt bekommen hat, keine Non-Creature-Spells casten. Das ist ganz witzig, da habe ich einen Loop-Hit hinbekommen gegen einen Kontrollspieler und auch gegen einen Doomsday-Spieler, dass mein Gegner einfach nie wieder was spielen konnte, weil ich halt mit ihm angegriffen habe, ihn geopfert habe, mit dem Goblin-Welder irgendein Artefakt gegen ihn ausgetauscht habe, in meinen Zug gegangen bin, ihn gehauen habe, ihn geopfert habe und er konnte nie Doomsday resolven. Das war göttlich. Ja, das war's dann schon. Wir haben insgesamt 4, 8, 12, 16 Kreaturen in diesem Deck. Das sind nicht viele, aber 12 davon machen Topter und einer kann auch Topter machen. Dementsprechend, das sind unsere Kreaturen. Gehen wir weiter mit den Artefakten und damit auch mit direkt dem ersten Grund, warum wir so viele Topter machen. Wir spielen 4. 4. Retrofitter Foundry. 1-Mana-Artefakt. Für 3 Mana können wir es enttappen. Für 2 Mana tappen, ein Servo machen. Für 1 Mana tappen, ein Servo opfern, Topter machen. Oder eben tappen, einen Topter opfern und einen 4-4 Construct machen. Und das ist die Hauptsache. Also wir können auch in der ersten Runde Retrofitter Foundry spielen, einen Ornithopter, den direkt in 4-4 umwandeln. Nächste Runde spielen wir eine Hope of Girafu in 4-4 wandeln. Und darauf spielen wir dann die Runde Brayer's Apprentice und 4-4er verwandeln. Hammer. Also das ist so unsere Main-Karte in dem Deck und deshalb spielen wir sie auch 4-mal, weil sie sehr, sehr wichtig ist. Theoretisch verwandelt sie nur Topter in 4-4er. Praktisch hat sie noch ein paar andere Effekte. Dann haben wir noch andere Artefakte drin, damit wir ein bisschen was an Mana generieren. Wir haben 4 Moxopale. Moxopale ist ein 0-Mana-Artefakt mit Metalcraft. Also wenn wir 3 Artefakte kontrollieren, können wir den tappen und können Mana-beliebiger Farbe bekommen. Sehr, sehr stark, gerade in so einem Deck. Gerade wenn wir da mit Ornithopter, Retrofitter Foundry, Moxopal starten, können wir dann den Goblin Welder noch dabei legen und bam, geht die Party ab. Dazu haben wir noch Lotus Petal, 4 Stück. Lotus Petal ist auch ein schöner Mana-Accelerator, 1 Mana, 0-Mana-Artefakt, was wir tappen, opfern können, Mana-beliebige Farbe zu bekommen. Auch hier, also wenn es mehr Mox-Opale gäbe, würde ich mehr Mox-Opale spielen. Aber die gibt es leider nicht, deshalb gibt es Lotus-Petal für dieses Deck. Super aggressiv vom Mana her. Und wenn ihr jetzt schon seht, wir spielen so viele Mana-Steine, wisst ihr jetzt schon, es kommen wenige Länder. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Mana. Wir spielen auch 4 Chromatic Stars. Chromatic Stars, eine geile Karte. 1-Mana-Artefakt, für 1 Mana tappen, opfern,
einen Mana-beliebige Farbe bekommen. Also wir waschen einen Mana, nennt sich das dann, wenn wir zum Beispiel ein weißes oder ein farbloses oder ein rotes in rotes verwandeln. Also ein farbloses in rot meistens nur. Und ja, wenn er vom Feld auf den Friedhof gelegt ist, ziehen wir eine Karte. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass wenn wir den opfern, wir damit eine Karte ziehen. Jetzt kommt die Interaktion, die wir machen können. Wir haben einen Goblin Welder. Wir können mit dem Goblin Welder ihn tappen, können irgendein Artefakt aus dem Friedhof wählen, können den chromatischen Stern vom Feld auf den Friedhof gehen lassen. Und damit ist er ja in den Friedhof gegangen vom Spiel und dürfen eine Karte ziehen. Das heißt, beim Goblin Welder, dadurch, dass wir den wegtraden, machen wir noch Value. Wenn wir dann zwei chromatische Sterne haben, können wir die ganze Zeit mit ihm gratis eine Karte ziehen. Oder wir machen Value mit ihm mitten in unseren Turns. Hammerteil. Auch opferbar mit dem Brayer's Apprentice. Wenn wir sie opfern, exilieren wir die oberste Karte von der Bibliothek, ziehen vorher eine Karte. Dann haben wir zwei Karten. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Dann haben wir noch kleine One-Offs. Als eine One-Off haben wir die Schwefel-Kies-Spruchbombe. Ein Mana-Artefakt. Für ein rotes können wir das Ding opfern, um zwei Schaden zu schießen an eine Kreatur oder Spieler. Oder ich glaube auch einen Planeswalker. Und für ein Mana opfern können wir eine Karte ziehen. Das ist schon cool. Vor allem, weil wir halt entweder entscheiden können, damit zwei Schaden zu schießen oder eine Karte zu ziehen. Auch hier, wenn wir die mit Goblin Welder ein paar Mal hin und her traden können, so mal 6 Damage in einer Runde machen, ist möglich. Habe ich auch schon mit dem Deck gemacht. Sehr, sehr cool. Und wir spielen ein Shadowspear. Jeder, der ein bisschen in den letzter Zeit ein bisschen Legacy geschaut oder gespielt hat, weiß, das bedeutet, wir spielen auch Ursas Saga. Aber zu der kommen wir gleich. Shadowspear ist ein Ein-Mana-Artefakt, was eine ausgerüstete Kreatur +1/+1 Trampel Lifelink gibt. Für 2 Mana zum Equippen. Und für ein farbloses kriegen Permanente, die der Gegner kontrolliert, keine Hexproof und keine Zerstörer mehr. Das ist total irrelevant. Es geht nur um das +1/+1 Trampel Lifelink. Das ist so stark mit den 4-4ern hiervon oder mit den Konstrukten von der Ursas Saga. Das ist wirklich nice. Ich finde auch den Spruch noch geil. A Weapon of Darkness for Warrior of Light. Es ist aber kein Sword of Shadow and Light. Ja, soviel zu unseren Artefakten. Wie gesagt, die Retrofitter Foundry ist hier die wichtigste, denn das ist der Grund, warum wir so viele Top da spielen. Stell ich mal hier runter. Dann kommen wir zu Nicht-Kreaturen, Nicht-Artefakt-Zaubern. Da haben wir gar nicht mal so viele drin. Wir spielen 4 Lightning Bolts. Lightning Bolt müssen die meisten was sagen. Es ist ein Ein-Mana. Wir schießen 3 Schaden an der Kreatur oder Spieler oder also als Any-Target mittlerweile. Aktuell bin ich noch ein bisschen unglücklich damit, weil ich habe 3 aus dem Mystery Booster und einen aus der Liste. Da muss ich mal schauen, ob ich noch irgendwie einen aus dem Mystery Booster bekomme, hier aus dem Nicole Bolas Archenemy Deck tatsächlich. Muss ich mal schauen, wie ich da noch dran komme. Und dann 4 Galvanic Blasts. Für ein rotes Mana schießen wir 2 Schaden an any Target oder eben, wenn wir Metalcraft haben, also 3 oder mehr Artefakte, schießen wir 4 Schaden. Das heißt, wir haben damit eigentlich einen besseren Lightning Bolt. Wir können alleine hiermit 4, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 28 Schaden schießen. Teilweise brauchen wir noch nicht mal die Artefakte dafür. Wie angekündigt, kommen wir jetzt noch zu den Ländern. Wir spielen, wie ich schon gesagt habe, 4 Ursas Sagas. Das ist ein Enchantment-Land. Ursas Saga, vom Typ Ursas Saga. Und wenn sie ins Spielfeld kommt oder nach jeder Draw-Step, bekommt das Ding einen Lore-Counter. Und nach 3 müssen wir sie opfern. Also nach der höchsten Anzahl, die wir hier drauf haben. Wenn wir sie ins Spiel bringen, kriegt sie eine Marke und wir können sie tappen für ein farbloses. Die nächste Runde drauf können wir sie für 2 Mana tappen, ein 0-0 Konstrukt machen, was +1/+1 für das Artefakt bekommt. Und für 3 wird das Ding geopfert und wir durchsuchen unser Deck nach einer Karte, die Artefakt ist und Mana-Kosten von 0 oder 1 hat. Jetzt erinnern wir uns, wir können die Ornithopter suchen, was teilweise gemacht wird. Die Hope of Girafu ist teilweise ziemlich wichtig. Natürlich unsere Main-Karte, Retrofitter Foundry, Shadowspear, Chromatic Star, Schwefel. Also es gibt hier praktisch fast nichts drin, außer die Instant Sorceries, die Länder und diese 8 Kreaturen, die wir nicht damit suchen können. Dementsprechend, ja, wir können hier eigentlich alles suchen. Hammer. Und vor allem, wir können ja auf den Trigger noch ein Konstrukt machen. Dann haben wir 2 Konstrukte auf Nosos Saga. Das ist ziemlich strong. Dann haben wir 3 Ancient Tombs. Ancient Tomb tappen für 2 farblose Mana. Wir kriegen aber auch 2 Schaden. Schaden ist uns egal. Wir haben so viel Leben. 20 Leben ist so wahnsinnig viel und wir brauchen das gar nicht. Wir hauen den Gegner schneller kaputt als er uns. Dann natürlich, wir spielen Artefakte, spielen wir auch 4 Great Funerals. Artefaktland tappen für ein rotes. Ja, ist halt ein Artefaktland, was einen Artefakt-Count hochhält. Wenn es mehr davon gäbe in Rot, würde ich mehr davon spielen. Da es die nicht gibt, spiele ich noch 6 Mountains. 2, 4, 6. Ich zeig mal einen Mountain. Das ist ein Mountain, den könnt ihr tappen für ein rotes Mana. Soviel zum Mainboard, kommen wir mal zum Sideboard. So, als allererstes, wovor hat dieses Deck Angst? Dieses Deck hat Angst vor so einer kleinen grünen Kreatur, so nennt sich so Collector Oof. Es hat Angst vor Khan the Great Creator und Angst vor Nilrod. Wir haben Artefaktzerstörung drin in Form von Abrade, 2 Stück, weil damit können wir sowohl den kleinen Oof als auch die Nilrod abknallen. Sehr, sehr cool, sehr, sehr wichtig. Außerdem können wir damit auch Chalice umboxen. Chalice auf 1 ist auch
ärgerlich. Chalice of Null ist noch ein bisschen ärgerlicher. Und ja, deswegen spielen wir auch noch ein Shattering Spree für ein rotes Mana. Replicate, wir destroyen ein Artefakt. Für Replicate können wir damit um Chalice herumspielen oder halt um andere Sachen wie komische Stompy-Decks auch. Ja, um den Khan müssen wir uns dann auch kümmern. Für den Khan haben wir dann Girafu Evergrip drin. Ist ein 3-Mana-Enchantment, die wir hoffentlich spielen können. Und danach können wir ein Artefakt tappen und zwei Artefakte tappen und können einen Schaden an der Kreatur oder Spieler zufügen. Jetzt werden die Leute natürlich fragen, was macht das gegen Khan? Ja, mittlerweile steht da Any Target drauf. Das bedeutet, wir können damit auch auf den Khan schießen und den so langsam kaputt schießen, weil wir aktivieren die Fähigkeit von einer Verzauberung, nicht von einem Artefakt, weil das würde Khan uns ja verbieten. Und damit können wir den halt auch einfach mal eine Runde lang runterschießen, was sehr, sehr nett und sehr, sehr cool ist. Natürlich geht das nicht mehr, wenn der Gegner hier so ein komisches Letztes draußen hat. Aber immerhin. Dann, ja, Legacy ist dominiert von Blau, also spielen wir zwei Red Elemental Blast. Wir countern einen blauen Spell oder zerstören blaues Permanentes. Dazu noch drei Pyro Blasts, ein rotes Mana. Wir countern einen Spell, wenn er blau ist und zerstören Permanentes, wenn es blau ist. Ist halt, ja, gegen Show and Tell, gegen, ach, so viel Blau. Blau ist einfach... zu viel Blau in dieser Welt. Nachdem wir so viel Nicht-Artefakt-Kram in dem Artefakt-Deck haben, gehen wir noch ein paar auf Artefakte ein. Wir haben ein bisschen Graveyard Hate, wir haben zwei Soulguide Lanterns, die können wir ins Mainboard tun, wenn wir gegen Uro auch spielen. Das ist ziemlich wichtig. Oder gegen jede Art von Friedhofsinteraktion, Graveyard-Decks natürlich. Ein Mana-Artefakt, wenn das Spiel verkommt, exilen wir eine Karte von Friedhof. Für Tappen, Opfern exilen wir jeden gegnerischen Friedhof. Wichtig, nur jeden gegnerischen, weil wir brauchen unseren mit dem Goblin Welder tatsächlich. Und wir können das Ding für einen Mana tappen, opfern, um eine Karte zu ziehen. Das ist ziemlich cool. Vor allem mit dem Goblin Welder können wir die halt immer und immer und immer und immer wieder aus dem Friedhof holen, können die dann immer und immer und immer und immer wieder eine Karte ziehen damit, wenn wir unbedingt wollen. Ja, ist da ganz cool. Dann haben wir auch noch ein Thrun Fundries, ein Ein-Mana-Artefakt. Für einen Mana tappen, wir removen die vom Spiel und ein Spieler mischt seinen Friedhof in sein Deck. Das ist gut gegen Doomsday, das ist aber auch genauso gut gegen Reanimator und andere Friedhofs-Shenanigans. Gegen Uro nicht ganz so geil, da mischen wir das halt wieder in sein Deck, aber meistens benutzen die Leute ja auch Endurance auf den Gegner zum Beispiel, weil sie selber sagen, hey, ich will mein Friedhof ja benutzen. Dementsprechend kann man das auch mal auf den Gegner machen, aber im Normalfall ist es eher so für Doomsday-Matchups, um denen ihre Piles zu versauen. Ja, dann habe ich noch eine Pithy Needle. Das ist ein Artefakt, was ins Spiel kommt, eine Karte ansagt und aktivierte Fähigkeiten dieser Karte kann nicht aktiviert werden. Es sei denn, es Mana-Abilities, schaltet Planeswalker ab, schaltet irgendwelche komischen Verzauberungen ab, die der Gegner hat, schaltet Artefakte ab, die der Gegner hat, die irgendwie eklige Effekte haben, solange es keine Mana-Abilities sind. Und ja, dementsprechend eine gute Karte. Und dann habe ich noch einen Torpor-Orb. 2-Mana-Artefakt. Kreaturen, die ins Spiel kommen, haben keinen ETB. Das schaltet leider Gottes auch unsere Breyer Apprentice ab. Das heißt, wir kriegen von ihr kein 1-1 Top da. Aber es schaltet eben auch Doomsday ab. Es schaltet tatsächlich Devon Texas sehr gut ab, was auch nicht so das geilste Matchup ist. Und ja, dementsprechend ist ein Torpor Orb im Sideboard nie verkehrt. Sollte man sich heutzutage immer einen mitnehmen. Das ist das Sideboard. Und kommen wir ganz kurz zum Decktalk. Ja, zum Deck gibt's, glaube ich, nicht so viel zu sagen, außer dass es mega viel schwachsinnigen Kram spielt. Und deshalb, ich liebe dieses Deck. Also danke nochmal an der Kartenladen Hamburg dafür, zeigen dieses Deck, beziehungsweise den Gast davon. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Es tut mir unendlich leid. Schaut bitte bei den Jungs vorbei, schaut euch das Gameplay an. Und das ist auf jeden Fall ein Hammer-Deck. Ich find's mega. Und allein die Interaktion hiervon ist der Wahnsinn. Auch die anderen Top da. Wahnsinn. Mit dem Goblin Welder immer wieder die Hope of Girafu holen, immer wieder eine Karte ziehen mit Chromatics da. Auch die Retro Feather Fundry, die Gegner abgeschaltet hat, wiederholen und so weiter und so fort. Das ist so geil. Es macht so Spaß. Es ist wirklich ein saucooles Deck. Ursachsaga hier drin natürlich auch einer der MVPs, weil das kann auch ein Gameplan für sich selber sein. Ist natürlich die Frage, wie lange wir Ursachsaga noch haben. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass diese Karte theoretisch den einmaligen Bannhammer überleben könnte und im zweiten Bannhammer dann erst gebannt wird. Ich weiß nicht, ob die schon irgendwie einen Bann erfahren hat, wenn dieses Video rauskommt. Ich nehme das doch ein bisschen im Voraus auf. Entsprechend, ja. Und dann halt so lustige Karten wie Front Foundry, den ich jetzt öfter in Decks spielen werde. Einfach weil, also mit Ursachsaga. Einfach nur, weil es eine mega coole Karte ist und manche Matchups damit einfach den Gegner alles versaut, was er vorhat. So wunderschön. Ich mag das Deck wirklich unendlich sehr und ich bin so glücklich, es gesehen zu haben. Und deshalb nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.